Titelmusik zur Kinderserie Heidi kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder. Damit sind Gitti und Erika in den 70er Jahren groß geworden. Mittlerweile steht das Geschwisterpaar seit 40 Jahren auf der Bühne. Ganz klar, der perfekte Zeitpunkt für ein Jubiläumsalbum. Brisant hat die beiden Goldkehlchen besucht, um auch die Frage zu klären, wie leben die eigentlich? Hallo, schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Schaut euch um und fühlt euch einfach wie zu Hause. Sie sind so etwas wie die Golden Girls aus dem Odenwald und das seit 40 Jahren. Wenn Gitti und Erika ihren erfolgreichsten Hit anstimmen, dann kommt jedes Bierzelt in Schwung. Bis heute haben sie die Lizenz zum Jodeln. Als Heidi rauskam mit uns, das haben wir gar nicht erwartet. Wir waren ja noch wirklich Kinder, wirklich kleine Kinder. Und wir dachten, na ja, wir singen mal eben ein Lied. Aber dann gingen wir auf die Bühne und das war wie auf dem Fußballplatz. Ja. Du hattest diesen roten Teppich vor dir liegen und du brauchtest überhaupt dich gar nicht mehr anstrengen. Mit diesem Lied bist du sofort angenommen worden. Ja. Und das war ein Getose auf der Bühne. Also das war der Schlüssel für jede Tür. Ja. Geboren wurden Gitti und Erika im hessischen Oberburg als zwei von sechs Geschwistern. Entdeckt wurden sie Anfang der 70er von Dieter Thomas Heck. 7 Jahre später folgte der Durchbruch. Bis heute verkaufte sich allein Heidi mehr als 40 Millionen Mal. Bis auf einen kurzen Solo-Ausflug Erikas Ende der 80er sind die Geschwister seit 1972 ein Team. Ob das immer so ganz ohne Zickenkrieg abläuft, ist ein gut gehütetes Geheimnis. In einem jedenfalls waren sich die Schwestern schon sehr früh einig. Sie wollten auf die Bühne. Ich wollte immer schon singen. Ich wollte früher Zara Leander sein oder vielleicht mal eine Nackttänzerin. Aber ich habe mich dann doch für das Singen entschieden. Und Entschuldigung, wir haben doch einen Traumberuf, auch wenn wir sehr lange immer unterwegs sind. Aber wir haben einen Beruf, wo wir nicht früh um 8 aufstehen müssen. 40 Jahre Gitti und Erika. Das sind 4 Jahrzehnte auf der Bühne, die kaum Spuren hinterlassen haben. Dem Älterwerden sehen die zwei offen ins Auge. Das ist der Fluch des Alters, dass es noch keine Pille gibt, dass wir auch im Alter noch agil sein können. Trotzdem ist es wunderschön, die Weisheit weiterzugeben. Und das ist einfach das, auf was ich noch warte. Bist du so weise? Du kennst mich doch. Kein bisschen leise, aber weise. Das finde ich toll. Die letzten Wochen haben Gitti und Erika im Studio verbracht. Wolkenlose Gefühle heißt das erste Album seit 4 Jahren. Die Songs haben Gitti und Erika zum Großteil selbst komponiert. Und natürlich unsere drei größten Hits haben wir so richtig aufgepäppt und sind ganz klasse geworden. Ja, das sind so Hüttenmixe jetzt geworden. Ja, Heidi aus Böhmen kommt die Musik und Lieder, die von Herzen kommen. Ja. Ob sich auf ihrer Jubiläumsplatte ein neuer Evergreen versteckt, bleibt abzuwarten. Im Augenblick touren sie mit den neuen Songs durchs Land. Ja.